Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit meiner vierten Staffel und der 57. Folge, heute in der Vorproduktion am 19.03.23. Bevor es aber losgeht, gibt es mir mal ein herzliches Dankeschön und zwar geht es diesmal an Chandlers Gaming Channel. Chandler hat nämlich am 22.06.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir dalassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 881. Chandler verschwindet jetzt aber wieder und es gibt ein paar Neuigkeiten, meine Lieben. Zum einen, mein Mikrofon habe ich jetzt nochmal ein bisschen umgestellt von den Settings her. Es klingt jetzt alles ein bisschen anders wie vorher. Wahrscheinlich werdet ihr auch, wenn ich jetzt im Hintergrund die Leertaste ein bisschen spamme, die auch hören. Aber ich finde, so sind wenigstens meine Wörter nicht mehr so abgeschnitten oder ich bin auch nicht mehr übersteuert. Zum anderen, es gab Updates, darauf gehe ich gleich nochmal ein bisschen ein. Und zum nächsten, wahrscheinlich werdet ihr dann nach der 63. Folge eine deutlich bessere Qualität bei mir sehen können, denn ich habe mir einen neuen PC bestellt. Der kommt jetzt im Laufe der nächsten 14 Tage an bei mir. Das heißt, in Zukunft werdet ihr hier noch weniger Krissel sehen. Vor allem diejenigen unter euch, die einen 2K-Monitor oder mehr haben. Aber gut, das ist jetzt nebensächlich. Updates sind gekommen und zwar musste ich deswegen sogar auch die RTS Camera Command Mod neu installieren, beziehungsweise eine neuere Version davon installieren. Das mit dem Verstümmeln funktioniert immer noch einwandfrei, da braucht ihr nichts weiter machen. Aber hier zum Beispiel seht ihr, hier sind auf einmal Symbole anstelle von Porträts. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht davon abhängig, welche Mods ich drauf habe oder welche Spielversion ich hatte, als ich das Spiel gestartet habe, sondern das ist ein neues Feature. Ich hatte nämlich gerade eben schon mal, um zu testen, ob meine Mods jetzt so funktionieren, bin ich gerade schon mal hier lang geritten und habe dann eine 400er Armee erwischt, beziehungsweise haben die mich erwischt und fertig gemacht. Und als ich den Kampf geladen habe, stand dann unten links auf einmal, du hast Blablabla entdeckt. Also die ganzen Leute, die bei mir sind, die habe ich dann entdeckt. Also das ist dann halt, dass das für mich noch unbekannte Charaktere wären, theoretisch. Jetzt ein bisschen stumpfsinnig, weil sie sind in meiner Armee, ja okay. Aber rein theoretisch, wenn ich jetzt, nee, okay. Wie konnte ich nochmal mit ihm reden? Es geht gar nicht hier rüber, oder? Aber hier drüber müsste es doch gehen. Huch. Nee, geht gar nicht. Mist. Ihr müsst euch am gleichen Ort... Ah, okay. Eben weil er für mich noch unbekannt ist. Okay, dann hier neue Symbole sind hinzugekommen. Auch sehr schön. Außerdem auch beim Schlachtstarten gibt es jetzt auch endlich mal eine Option, wo ich sagen kann, die Helden, die keine Hauptmänner sind, hätte ich gerne in Formation XY. Zeige ich euch später, wenn es soweit ist. Finde ich sehr löblich. Übersetzungen wurden auch teilweise angepasst. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal in den Handel reingehe und dann bei den Hottehüs gucke. Wir hatten doch mehrfache Reitpferdsorten. Das ist jetzt abgeändert worden. Wir haben jetzt so zum Beispiel Saumpferd, Sattelpferd. Als Beispiel. Wir hatten ja zweierlei Sorten an Reitpferde, ne? Falls ihr euch noch erinnert. Midland-Zelter sind gleich geblieben. Hier ist auch ein bisschen was verändert worden. Runzigpferd. Das hatten wir, glaube ich, schon. Auch schon. Centerion-Streitross hatten wir, glaube ich, auch noch nicht als Bezeichnung. Valanbirener. Also die. Da ist jetzt endlich mal nichts mehr gedoppelt, so wie es ausschaut. Was ich sehr löblich finde. Und was hatte ich noch gesehen? Ich komme wahrscheinlich später nochmal drauf. Was ich jetzt aber als allererstes machen möchte, weil ich das jetzt noch gesehen habe. Wir schlachten wieder die Tierchen und verkaufen die Felle. Das Fleisch behalten wir. Dann habe ich mal ein bisschen rumgeschaut hier. Wir sind, was Diplomatie angeht, in diesem Krieg sind wir relativ ebenbürtig. Die Kusaiten sind uns leicht im Vorteil von ihrer Stärke her, also weil sie halt 1000 Stärke mehr haben. Wir haben aber halt mehr Clans, also sprich, wir sind ein bisschen flexibler als sie. Außerdem haben wir auch schon 2 Gefangene genommen. Städte gleich auf, Burgen haben sie sehr viel, was natürlich dafür sorgt, dass sie auch in ihren Armeen, das kann ich jetzt von hier aus nicht sehen, sehr viel starke Kavallerie drin haben. Das heißt, wir sind da wirklich im Nachteil. Außerdem, als ich gerade hier offscreen diese Testschlacht hatte, um zu gucken, ob meine Mods jetzt hier wieder funktionieren, und ja, sie funktionieren, ich habe zu wenig Bogenschützen in meiner Armee jetzt. Viel zu wenig Bogenschützen, um die Kavallerie schon zu schwächen, bevor sie reinrennt bei uns. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich löse die Armee auf. Und wir machen das Spielchen, wie wir es früher gemacht haben. Gleich eine Karawane gegründet, lol. Wir machen das Spielchen, wie wir es früher gemacht haben. Wir schnappen uns erstmal kleinere Trupps. Und sollte ich jetzt sehen,
dass ein größerer Trupp unterwegs ist, zum Beispiel um Agoron anzugreifen, dann heb ich alles aus, was irgendwie da ist und versuche auf Gedeih und Verderb zu verteidigen. Nebenbei sind Lukons Armee und Enkurions Armee ja auch noch dabei. Allerdings patrouillieren sie gerade nur dummerweise. Weil wir uns ja in einem Verteidigungskrieg befinden, patrouillieren sie jetzt anscheinend nur um ihre eigenen Besitzungen. Was ich ein bisschen doof finde, ehrlich gesagt, aber gut. So. Hier, zu uns wollten wir wieder, ne? Ja, gut. So viel dazu. Mehr als ausreichende Einflusspunkte habe ich ja für so eine Geschichte. Deswegen laufe ich jetzt erstmal hier ein bisschen rum. Wenn ich jetzt hier nochmal reingehe, Moment, ich will mal was testen. Ach, das ist eine andere. Ich darf wahrscheinlich nicht rein. Doch, ich darf rein. Und hier sehe ich sie jetzt. Jetzt sind sie mir bekannt. Da. Ihr habt Helea entdeckt, ihr habt Joron entdeckt, Mantios entdeckt, Belitor. Das ist wirklich ein neues Feature. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Gut. Wir marschieren. Ich sollte endlich aufhören, WASD zu drücken, wenn ich doch sowieso schon dabei bin, die selbst zu steuern, die Leute. Ich will mich mal ein bisschen umgucken. Das sind nur Bauern, ne? Andererseits, wir sind Banditen. Wir sind ja eigentlich Banditensöldner. Lord. Wolf. Gedöns. Na, so aber nicht hier. Na, komm schon. So, geht doch. Ah, ich nehme alles, was ihr habt. Angriff! Jo, das sind nur Bauern, aber hey. Ich muss ja irgendwie auch meine Granerei nach oben kriegen. Oh, das Schlachtfeld gefällt mir. Einfach schon mal deswegen, ne? Und jetzt kommt dieses Feature, was ich meinte. Alea zum Beispiel, habe ich ja extra gesagt, die soll Infanterie sein, ne? Der haben wir das Pferd ja weggenommen. Ich wähle sie jetzt aus und füge sie hier meiner Infanterie hinzu. Ich kann sie aber auch wieder rausnehmen und wenn ich da Bock drauf hätte, einfach meinen berittenen Bogenschützen hinzufügen, was natürlich keinen Sinn macht, weil sie ja kein Pferd und kein Bogen. Kann ich theoretisch... Ah, das geht auch so. Oh, easy. Nice. Sehr gut. Gefällt mir. Okay. So, euch wieder in loser Formation dahinter. Die drei so. Und ich mit der vier. Wieso zum Geier hatte ich meiner Testschlacht gerade eben null berittene Bogenschützen? Wenn ich doch selbst 20 habe insgesamt oder fast 20. Ah, egal. Ach, die stellen wir einfach dahinter. Breit. Haben wir mehr Beschuss. Will ich irgendwas skillen? Nee, Legionäre sind eigentlich schon gut aufgearbeitet. Wir haben so gut wie nichts, was kein Legionär ist. Und guckt mal einer Schau zum Thema Updates. Positionierung. Nach der Aufstellungsphase. Die haben begriffen, ey, Schäfer hat gesagt Schildwall, also machen wir den auch. Sehr, sehr löblich, dass das endlich gemacht wurde. Das heißt, die Leute mit Schilde gehen auch wirklich nach vorne. Und unsere Speerträger dahinter. Sehr, sehr gut. Kann ich nicht meckern. So, ich muss mich erstmal wieder warm schießen. Ich habe ja auch ein paar Wochen lang nicht gespielt. Deswegen gehe ich mal ein paar Bauern jagen. Moin! Warte mal. Die bleiben stehen? Dann skillen wir ein bisschen unsere berittenen Bogenschützen. Ja, gut. Weiter nehmen wir es auch vorbei, Robin. Ich sag ja, ich muss echt wieder mich warm schießen. Ich treffe einfach nichts. Was ist denn da los? Was? Komm schon. Was? Zum Geier. Haben sie die Ballistik verändert oder bin ich wirklich so schlecht geworden? Sag mal. Was zum... Geht doch. Na also. Der steht da hinter seinem Karren. Nicht Karren. Hinter seinen Kisten, meinte ich. So. Ich freue mich schon so sehr darauf, wenn der neue PC da ist. Weil dann kann ich die Schlachten noch größer machen. Ich bin ja momentan aufgrund von maximaler Auslastung von meinem PC darauf begrenzt, dass die Schlachten maximal 400 Leute gleichzeitig auf dem Schlachtfeld haben. Wenn ich dann aber den neuen PC habe, der ist von der Leistung her um Welten besser als der, den ich jetzt habe, dann kann ich die Schlachten deutlich größer machen. Und entsprechend spannender. Du wirst doch wohl nicht. Das ist mein Banner. Das war teuer. Das kostet mehr als dein ganzes Jahreseinkommen.
Lol. Ich habe keine Schadensrückmeldung bekommen. Aber egal. Moin. Ah, die funktioniert auch, ihr seht's. Haha. So. Nein. Moment mal. Halt. Stehen bleiben. So geht's auch. Gut. Wieder ein bisschen reingefunden ins Spiel. Wunderbar. Gut, die Bauern nehme ich jetzt nicht gefangen. Die bringen ja auch kein Geld wirklich, ne? Was ich... Achso, nee, es hat keiner gelevelt. Okay. Gut. Dann nehme ich das Schwert und die Kuh auf jeden Fall. Die Kuh, hä? Käse, Pferd, Butter, Getreide. Der Rest bleibt liegen. Wieder für die extra Erfahrungspunkte. Und ich selbst habe was geskillt. Ach, du Heilige! Ach, hier wurde geupdatet, deswegen. Um Gottes Willen. Oh. Okay. Nee, Schildschlag habe ich ja nicht. Handhabung von Einhandwaffen und Kampffertigkeit für Truppen in eurer Formation. Yo. Dann Bogen. Okay, den habe ich jetzt wirklich geskillt, würde ich behaupten. Zieldauer ohne Präzision einzubüßen um 50% verringert. Treue pro Tag in der regierten Siedlung. Na gut, ich regiere ja selber nichts. Was hätten wir hier? Schaden mit Bögen gegen Reittiere. Garnisonsunterhaltskosten. Nö. Zieldauer verringern, dann kann ich nämlich schneller schießen. Reiterkunst, hier ist was geupdatet worden. Truppführer. Tragekapazität von Lastentiere. Handelsmalus für Reittiere. Oder alternativ Bonus auf Truppengeschwindigkeit durch berittene Fußtruppen. Ja! Und Hauptmann, Schadensbonus aus Geschwindigkeit für Truppen in eurer Formation. Yo! Taktik. Wir waren auf Wälder und Steppen, ne? Beim letzten Mal. Aber Moment, die haben's geändert hier. Schaden in Ebenen, Steppen und Wüsten, wenn eure Truppen gegen den Feind geschickt werden. Schaden durch Truppen in eurer Formation in Ebenen, Steppen und Wüsten. Okay, und hier hätten wir... Schaden auf verschneiten und bewaldeten Gelände, wenn Truppen gegen den Feind geschickt werden. Also wenn ich sie einfach nur sende und nicht selbst dran teilnehme. Übrigens sehe ich gerade, mein Typ hat auf einmal einen Bart. Jetzt sag nicht, ich muss regelmäßig zum Friseur, um mich zu rasieren. Okay. Bewegungsgeschwindigkeit auf verschneiten und bewaldeten Gelände für Truppen in Formation 2% höher. Aber dann halt nur im Kampf. Aber egal. Vogt. Sollte euren Trupp weniger, außerdem Rekrutierungskosten weniger. Alternativ Nahrungsverbrauch und der Malus, der rausgeht. Ja. Eben weil wir ja nur Fleisch als Ernährung haben. Efi. Efi wird alles wahrscheinlich so gut wie nie wieder kämpfen. Und soweit ich weiß, hat sie auch kein Schild. Doch, sie hat ein Schild auf dem Rücken. Okay, dann kriegst du Schildschlag. Zweihand, ja, keine Ahnung. Ist sowieso nur das eine hier. Athletik. Schmieden tut sie nicht. Was würde es noch bringen? Nö. Dann lieber das. Next, please. Die Schwägerin. Ach du Heilige. Einhand. Ja, gut, die soll sowieso nicht kämpfen. Reiten soll sie eigentlich auch nicht. Bringt hier irgendwas für einen Statthalter auch nicht. Ja, dann vielleicht Handelsmalus, auch wenn ich bezweifle, dass es einen Einfluss auf sie hat. Werkstätten sammeln Handelsgerüchte. In ihrem Fall. Also sie würde das sehen, ich nicht. Das wäre noch cool, wenn Gouverneure sozusagen, also die Statthalter, wenn die selbstständig auch Karawanen gründen würden. Würde aber auch voraussetzen, dass die KI Gefährten dabei hätte. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht ist das jetzt endlich. Pro Dorfbewohner 20 oder 30 pro Karawane. Sie macht ja die Burg, ne? Also sprich, ist es bei ihr eigentlich Korps wie gesprungen. Vielleicht macht sie später ja was anderes, dann nehmen wir lieber Dorfbewohner. Next, please. Garn. Garn hat gar nicht geskillt. Oder was geändert bekommen. Interessant, weil er hat ja eigentlich auch einhändig drin. Aha, okay, dann wissen wir schon mal bei Klopper, also hier bei Schildschlaggedönse. Da haben sie was gefixt. Alles klar. Dann haben wir noch Karagor Bittersud. Unser Mediziner hat in Vogt noch was bekommen, was eigentlich schnurzpiepigal ist. Einhand. Ja gut, er ist unser Bogenschützenanführer. Er hat ein Schild, aber unsere Bogenschützen selbst haben selten ein Schild. Aber als Hauptmann erlittener Schaden für Infanterie, wenn Schild für Formation, mache ich nicht. Dann lieber eine höhere Kampffertigkeit in der Formation. Nathanos, Bruderherz, einhändig, kein Schild. Dann so. Athletik.
Imposante Statur. Überredungschance bringt ihm auch nichts. Topführer ist er auch nicht. Jedenfalls noch nicht. Vielleicht später irgendwann mal. Sag mal, die haben wirklich die Designs angepasst, ne? Mit Bart und Haare. Cool. Er hat doch nicht mehr so eine peinliche Frisur wie früher. Alles klar. Nee, dann das hier. Taktik wird er ja eigentlich nie haben. Handel. Geben wir ihm jetzt das als Alternative. Und Vogt. Das. So, sind wir durch, ja? Alea hat nichts neu. Okay. Und da bin wieder ich. Wunderbar. Sorry, Leute. Musste mal sein. Gut. Bauern der Jagd. Aber eigentlich war ich auf der Suche nach kleinen kusaitischen Trupps. Das wäre jetzt ganz schön, wenn ich die erwischen würde. So maximal 100 vielleicht. Oder 120 in dem Dreh. Steppenbanditen. Wäre auch eine Option. Bringt uns auch schön Pferde ein. Hier wollen auch wieder ganz viele Leute nachrutschen. Ey, stimmt ja. Ich habe ja ein Ungleichgewicht in meinem Trupp verursacht, ne? Ja. Ich brauche wieder zwei Berittene eigentlich. Apropos Ungleichgewicht. Hier ist alles wieder ein bisschen durcheinander, wa? Achso, nee. Hier sind ja schon die Leute, die zu Berittenen werden sollen. Und deswegen hatte ich das auch schon hier hinsortiert. Okay. Ich bin gespannt, ob das jetzt endlich mal geändert wurde, dass nach dem Unorganisiert hier nicht alles so durcheinander gerät, ne? Ich meine, wir waren jetzt gerade mehrfach unorganisiert. Wir waren vorher ein Teil einer Armee und alles, ne? Die sind viel zu schnell für mich. Kann ich die austricksen? Nee. Ich brauche Pferde. Pferde, bitte. Gute. Wen haben wir denn da? Mit nur 11 Mann. Du musst jetzt nur aufpassen, dass ich nicht in die nächste Armee reinrenne. Und er haut ab, wa? 5,6, verdammt. Oder? Ja, ja, er rennt in die Armee. Burg. Na gut. Boah, zwei Rebellierende. Ich will mal gucken, ob es eventuell sein kann, dass da jetzt noch eine feindliche Armee steht. Bau abgeschlossen. Schön. Die werden nicht belagert. Interessant. Aber es gibt ein Turnier. Moment. Ah, frisch. Gerade eben frisch umgeändert. Mist. Jetzt aber schnell weg hier. Ah. 141 hat er, ja. Mist. Warmund ist im Kampf gestorben, wird mir gerade angezeigt. Oha. Was hat er denn alles? 23 Nomaden, 37 Jäger, 42 Fußsoldaten. Rein da. Kommen Sie mal her, junger Mann. Stop there. Who are you? Oh. It is better we know each other's names, even if we fight. Die Voice Lines sind jetzt klarer zu verstehen und, wie ich finde, cool mit dem Akzent. Nur leider immer noch auf Englisch. Obwohl, ich habe jetzt nicht geschaut, ob ich das auf Deutsch umstellen könnte. Du weißt, dass wir uns im Krieg befinden. Ich hatte gehofft, es würde nicht zu einem Kampf kommen. Zumindest nicht heute. Ja, warum wohl? Ergebt euch oder sterbt. Nun gut, erwartet keine Gnade. Dito. Jetzt hoffe ich nur, dass ich da relativ verlustarm rauskomme. Ach, du Heilige. Ich hätte nicht hier kämpfen dürfen. Warte mal. Geil. Na denn. Schöne breite Linie meiner Bogenschützen, bitte. Danke. Die Infanterie. Warte mal, die werden. Ah, es kann natürlich sein, dass er da stehen bleibt, ne? Und wie wir auch hier sehen, Alea bleibt zugeordnet. Was ich sehr löblich finde. Ah, ich bezweifle, dass die zu uns kommen. Aber wir gucken einfach mal. Nämlich kaum Reiterei. Ich habe auch das Gefühl, dass an dem Lichtshader was geändert wurde. Es sieht viel dynamischer aus mit dem Licht jetzt. Oha, sie kommen ja doch. Wieso? Ach, obwohl. Eigentlich könnt ihr euch direkt hier hinterstellen. Forward!
Platz damals da. Und wenn ich mal Sicht hätte, könnte ich einen Angriffsbefehl geben. Angriff. Die schnappen wir uns, Männer. So, ins Gesicht. Da rennen sie weg, ne? Nein. Stimmt. Blickrichtung, Robin. Blickrichtung. Nicht mal Bewegungsrichtung. Hi. Tschüss. Wow, Jungs, Vorsicht. Ich habe die falschen befehligt. Nein. Ich habe die falschen befehligt. Verdammt. Ach, egal. So, Infanterie hier im Schildwall, bitte. Weg da, Jungs, weg da. Den schnapp ich mir. Oder auch den anderen da drüben. Hi! Ja. Nur 30, verdammt. Muss nur aufpassen, dass ich nicht wieder aus dem Sattel geschossen werde, weil er hat mehr Beschuss als wir. Willst trotzdem irgendwie noch ausreizen hier, ne? Ich merk das schon, du. Kleiner Schlingel. Warten, warten, warten. Willst du das Maul? Ja? Oh. Moment. Warte. 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 Verdammt. Nee, hier auch die. Hier Flankendeckung. Flankenabsicherung meine ich. Wir haben viel zu wenig Schützen, um den Gegner schön auszuspielen. Geht doch. So, kommt immer hier in den Wald. Ne, das waren wieder die Falschen. Ach, Mann. Ihr sollt in den Wald. Ihr dürft erstmal hier aufstellen. Gerade zuschlagen, verdammt! Mist. Okay. Infanterie. Charged auf die. Ihr stellt euch schon mal als Unterstützungsfeuer hier auf. Ich renne gleich gegen den Baum. Zum Glück kann ich im Slow-Mo ausweichen. Ihr Fokus auf die. Ihr geht erstmal dahin und dann machen wir einen schönen Charge rein in die feindlichen Schützen. Sollte doch jetzt funktionieren hier, oder Jungs? Was meint ihr? Ja, sammelt noch ein paar Pfeile auf, ist okay. Und rein da. Und ich mache auch mit. Damit die hier mal aufhören können zu schießen. Die Halunken. Na, er schickt sie in den Nahkampf, wa? Natürlich. Er versucht jetzt mit Masse auszugleichen, was er an Qualität nicht bringen kann. Ich meine, wir haben Legionäre in der Front stehen, ne? Und schwere Reiterei. Das kriegt er nicht mehr gewuppt so schnell. So. Da kostet ja Infanterie noch helfen. Oh, wow. Ich war jetzt sehr hilfreich, ne? Hat man gesehen, oder? Aua. So. Der war schon down. Mist. Ah, und sie fliehen schon. Alles klar. Allgemeiner Charge-Befehl für alle. Also für alle auf alles. Sehr schön. Der da noch? Mist. Wow, Waldhilfe! Aggressive Bäume! Moment! So. Na, sieht doch auch vom Kräfteverhältnis jetzt sehr gut aus für mich. Da haben wir schön wenig Verluste hier gemacht und sie schön austaktiert. Na, ich sehe aber ein reiterloses Pferd. Ich hoffe, es war nicht zu teuer. Oh! Neue Musik? Also, bei der Masse an Pfeilen hier. Vielleicht brauche ich doch nicht mehr Bogenschützen, aber nur vielleicht. 5 Tote insgesamt, schade. Wieder 2 berittene Bogenschützen, 1 Elite-Speer und 2 Legionäre. Ich habe gehofft, es wären deutlich weniger. Oh, der hatte sogar ein bisschen Geld. Sehr schön. Mein Gefangener, natürlich. Zack. Irgendwas, was ich rekrutieren möchte noch hier drinne? Nee. Wir machen natürlich zuerst die Aufwertung.
So. Zack, zack, zack. Bin ich gerade in der Nähe einer Stadt von uns? Nein. Amprela ist so weit weg. Und dann ist es auch nicht unsere Stadt, sondern... Oh, schluck auf. Eine Stadt von dem anderen Imperium. Gut, was gibt's an Beute? Eure Truppen erhalten 6272 und es blinkt rot. Warum? Ist es zu viel oder wie? Wahrscheinlich, weil ich schon fertig geskillte Truppen habe. Blinkt das jetzt? Ein Viererhelm? Nee, ich glaube, da sind wir schon überall drüber, ne? Ja, ja. Aber bei Alea gucke ich mal wegen Stiefel und sowas, ne? Sie hat ja noch nicht alles auf Maximum. Obwohl, ich hab's nicht auf Maximum. Aber nee, ist nicht so toll hier. Ein einfacher Kurzbogen. Bogen 30, warte mal. Sag mal, wie lange brauchst du denn zum Skillen, Junge? Du bist doch Anführer der Truppe. Oh, noch ein Punkt fehlt. Geschwindigkeit ist höher, Stich ist weniger, aber Präzision höher und Geschwindigkeit höher. Ich nehme es wieder mit und sperre es wieder. Der Schild ist nicht besser, die Pfeile sind nicht besser. Nö, die nehme ich dann so mit zum Verkaufen. Noch eine Klinge vielleicht für sie. Nee, sie meinte ich. Auch nicht so wirklich, ne? Nö. Können wir einschmelzen. Warum zum Geier blinkt das jetzt so hart? Sind zu viele Punkte oder wie? Na gut, ich meine, wir haben 140 Mann gerade auseinandergenommen, ne? Da ist schon ein bisschen was dabei. Verhältnis gesteigert. Wunderbar. Truppen. 4 können weiter aufsteigen. Gut. Ja, ich denke, das hat so hart geblinkt jetzt, weil wir einfach zu wenig Aufwertbare noch haben, weil wir ja die meisten schon auf Maximum aufgelevelt haben. Ich habe ja hier noch ein... Nein. So. Moment. So. Ich habe ja hier noch einen verloren gehabt, genau. Hier noch einen verloren gehabt, ja. Passt. Und die Elite hebe ich mir mal auf, denn ich brauche jetzt zuallererst einmal wieder berittene Bogenschützen. Die ich ja an einer Burg rekrutieren gehen kann. Und es wurde gelevelt. Meine eine an Taktik. 3% Schaden, wenn eure Truppen gegen den Feind geschickt werden. Das mache ich ja so gut wie nie, außer ich bin zu hart verwundet. Schaden durch Truppen und eure Formation 1% höher. Was haben wir hier? 10% gegen also 10% Schaden gegen Banditen, wenn wir sie schicken. Und 4% gegen Banditen in eurer Formation. Nö, dann das. Wir haben doch hier irgendwo... Ja, das ist doch Imperial. Rekrutiere ich mir die Jungs wieder daraus. Moment, wie viel haben mir jetzt wirklich noch gefehlt? Jetzt wieder 4. Mist. Nee, warte. Eigentlich nur 2. Ah. Okay. Da war ja was. Nö, dann laufe ich andere Dörfer ab. Und wer weiß, was ich noch erwische unterwegs. Ach, nee, ich muss in die eigenen Gebiete. Das macht so keinen Sinn hier. Was gehört zu dir? Lochana und Nortansia. Das ist doch okay. Dann klapper ich noch die ab und ansonsten gehen wir zurück nach nicht Amprela. Ach du Heilige! Bin ich jetzt total blöd? Die berittenen Bogenschützen sind doch gar nicht die Elite-Einheit. Ich brauche normale Rekruten, die ich dann zu Bogenschützen mache und dann zu berittenen Bogenschützen. Was haben die vor? Burg Lochana belagern? Hä? Die sind jetzt auch mit dem Imperium im Krieg? Nee, ne? Lol, doch, mit südlichen. Oder es war schon so und ich hab's einfach verpeilt. Das ist
Gut. Weil wenn die das jetzt frisch erobern, kann ich es mir frisch danach selbst holen. Allerdings erst, nachdem ich Kela erwischt habe. Kela ist wie schnell? 5,5? Auch im Wald? Mist, zu schnell. Das ist eine Karawane, ne? Ja. Mist. Jetzt belagern sie hier drüben. Warte mal. Nein! Weich aus, du Sau! Geh weg da! Mist! Ich hätte sie noch gegen die Küste drängen können. Shit! Jetzt ist sie hier drin. 155 Verteidiger. Ach, das habe ich schon wieder vergessen. Mann! Ich vergesse es aber auch ständig, ey. Na gut, ich gehe nach Umbrella. Als Operationsbasis erstmal. Genau. Ah, schön. Wir können wieder ein mehr rekrutieren als vorher. Was habe ich natürlich auch wieder vergessen? Herrschaftszeiten. So, ist hier irgendwas Imperiales dabei, was ich sonst rekrutiert hätte? Nein. Raus damit. Warum fehlen jetzt hier... Ah, cool. Es gibt eine Sortierung. Geil. Aber warum fehlt denn das jetzt hier? So. Cool. Das gefällt mir. So, erstmal 6,5. Warum nicht? Zurück. Handel. Hierhin. Fälle raus. Und jetzt auch endlich mal die überschüssigen Banner raus. Und ich muss wieder Zeugs wegbringen. Nach Epikrotea. Oh, 200 Fleisch. Nice. Na gut, und 500 Getreide, die ich jetzt sinnlos mit mir rumschleppe. Weil ich ja die Armee aufgelöst habe. Aber gut. Alles klar. Leute, das war schon wieder für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao.